holt die Manolo Blahniks raus, denn Anne und ich waren auf der Premiere der ersten beiden Folgen der neuen Staffel And Just Like That. Tja, und die eine hatte Spaß und die andere war hirntot. Let's go! Life's like a movie, lights, camera, action, let's go! Druck, Zwang und Bestrafung. Wenn man Kinder hat, sind das die Dinge, von denen man weiß, man soll sie auf gar keinen Fall anwenden. Und trotzdem habe ich alle diese Dinge auf alle angewendet. Weil ich dein Kind bin? Nein, weil ich dich zwingen wollte, mit mir den Anfang der zweiten Staffel And Just Like That zu gucken. Und ja, es ist eine Retourkutsche für Fast and Furious. Und das Schöne ist ja, Anne kennt nicht die ersten 6 Staffeln von Sex and the City. Nein. Anne kennt nicht die beiden Kinofilme. Nein. Und Anne kennt nicht die erste Staffel von And Just Like That. Und oh mein Gott, sie hat sich so gefreut, dass sie mit mir zur Präsentation gehen durfte. Absolut. Und jetzt darfst du zusammenfassen, was in den ersten beiden Folgen der zweiten Staffel And Just Like That passiert. Tja, also da sind die 3 übrig gebliebenen, weil Kim Cattrall ist ja ausgestiegen, weil sie keine Lust mehr hat, sind immer noch in New York, sind jetzt fast 60, glaube ich. Vielleicht, sie fühlen sich aber wie 30 oder fühlen sich so auf wie 30, haben Probleme, die niemand hat. Zum Beispiel, was ziehe ich zur Met Gala an? Das frage ich mich auch jedes Jahr. Wusstest du, dass Herde nicht nur als Schränke taugen? Und ja, dann weiß ich eigentlich gar nicht, was da so passiert, weil das flog irgendwie so an mir vorbei, diese 1,5 Stunden. Und wie gesagt, ich habe mir behalten, dass es um eine Met Gala geht und dass man Kleider und Begleitung braucht. Und dass Charlotte ein Kleid ihrer Tochter gesucht hat, sehr lange, was ihre Tochter verkauft hat aus freien Stücken. Aber sie war so verzweifelt darüber. Es war ein Chanel-Kleid. Ja, es ist furchtbar. Was sie bei ihrem ersten Piano-Solo-Konzert getragen hat und was mittlerweile im Wert gestiegen ist und noch weiter im Wert steigen wird, Anne. Ja, und schlimm. Das wollte sie gerne wieder haben. Da gab es eine Verkäuferin in dem Shop und ich habe mich gefühlt wie dieses junge Mädchen. Steht da mit dem Handy. I don't know. Aber das ist schön, dass du eine Figur gefunden hast, mit der du dich identifizieren kannst. Der Typ am Strand war auch nicht schlecht. Wir retten die Welt nicht. Sie ist schon tot. Wir säubern nur den Leichnam, hat er gesagt. Fand ich auch ganz gut. Schön, welche Zitate du dir aus diesem Erlebnis herausgezogen hast. Denn ich gebe dir ja recht, es fällt ja ein wenig schwer, sich mit den Figuren zu identifizieren, denn die haben ja nicht die Probleme, die man selber hat, sondern die haben ja die Probleme, die man gerne hätte. Und was soll man dann damit anfangen? Ist das sowas wie The Bachelor, wo man sich lustig machen kann über Leute, die Probleme haben, die niemand hat? Oder also was? Es ist nicht wie The Bachelor. Pass auf, es soll vielleicht ein klein wenig zeigen, dass selbst wenn du super reich bist und alles hast, was du dir erträumen kannst und alles bezahlen kannst und Geld keine Rolle spielt, auch dann hast du beknackte Scheißprobleme. Ja, aber dann bist du auch trotzdem ein furchtbarer Mensch. Diese Szene, das fand ich das Allergeilste. Die haben sich natürlich einen Partner ausgesucht, mit dem sie zur Met Gala wollen. Dann hat, ich glaube, es war wieder Charlotte, die hat erstmal ihren schwulen besten Freund gefragt. So. Und dann wollte ihr Mann doch mitgehen, dann hat sie den Freund abgesägt. Dann hat Carrie gesagt, ja gut, dann nehme ich dich mit. Dann hat sie ihn auch abgesägt. Und am Ende ist er dann doch irgendwie mit Charlotte. Und wenn ich dieser Typ wäre, wäre ich dann überhaupt nicht mit diesen Trollers befreundet. Er hat von Anfang an gesagt, ihm macht sowas nichts aus. Und man solle sich nicht so anstellen, wenn man mal eine Absage bekommt. Dann bekäme man eine Absage. Das sei hier. Nun mal so. Aber dieses Hin und Her, das macht man nicht. Das ist doch keine Freundschaft, Alter. Den würde ich in den Arsch treten die ganze Zeit. Ich denke, es passieren sehr viele Dinge in dieser Serie, die man nicht macht. Und was ich aber auch finde, gerade im Vergleich zur ersten Staffel, dass sie so ein bisschen probiert haben, jetzt in diesen ersten beiden Folgen, die wir sehen durften, wieder dieses Skandalöse rauszuholen, was ja Sex in the City hatte. Als ich das gesehen habe, da war ich noch keine 20 Jahre alt, da war das alles so, wow, was die sich trauen zu sagen und was die sich trauen zu machen. Jetzt ist man ja selber 20 Jahre älter und findet das alles nicht mehr so absurd, dass vielleicht auch mal über Geschlechtsverkehr offen gesprochen wird. Und deswegen müssen die ja immer noch so ein draufsetzen und on top packen. Jetzt begreife ich es erst richtig. Diese One-Night-Stands sind der Wahnsinn. Guten Tag, Frau Professor. Guten Tag, meine Damen. Also es gibt eine, das fand ich tatsächlich befremdlich, eine Szene, wo sich Miranda mit ihrer neuen non-binären Lebenspartnerin Che probiert, ein Strap-on anzuziehen und halt diesen Plastik-Penis irgendwie anlegt. Währenddessen ruft
Carrie an und fragt, was macht ihr gerade? Und die erzählen das. Also es ist gar keine Notwendigkeit, am Telefon gerade Carrie jetzt an diesem Projekt teilzuhaben. Und ich glaube, das ist noch das Realistischste in der ganzen Serie. Ganz ehrlich. What the fuck, Alter? Das fand ich wenigstens noch lustig. Und alles andere ist eher so, auch diese ganze aufgefropfte Diversität, die da herrscht. Ja, die wollen Leute inkludieren, das finde ich ja löblich. Aber es gibt in dieser Serie, die sowieso nur 10 Charaktere hat, gibt es ein Transgender-Kind, es gibt einen non-binären Charakter, dann gibt es Miranda, die übergelaufen ist quasi. Und dann, weiß ich nicht, was gibt's noch? Es gibt zu viele auf jeden Fall. Und das Problem ist, die Frau im Rollstuhl, die schwanger ist, die gibt's auch noch. Und das Problem daran ist, dass sie so geschrieben sind, dass man das überhaupt nicht ernst nehmen kann. Also, dass sie nicht, die haben diese Charaktere da drin, um zu zeigen, hey, wir sind auch super inklusiv, so wie man das heute macht. Naja, toll, die, oder? Die haben halt ein Problem mit einer Serie, die in den 90ern entstanden ist, wo die Hauptcharaktere 4 weiße Cis-Frauen waren, richtig, die sich über ihre heterosexuellen Beziehungen unterhalten haben. Und da sie ja aber das Glück hatten, dass 3/4 von der Hauptbesetzung von damals wieder mit an Bord sind, Glück, mussten sie halt... Du Ratte, mussten sie halt drumherum alles ein bisschen aktueller und diverser machen. Ja, aber es wirkt total dumm. Und ich gebe dir recht, das ist aufgesetzt, aber du hast halt die erste Staffel nicht gesehen. In der ersten Staffel war es echt schlimm. Es ist wirklich sehr viel weniger gewesen in dieser zweiten. Ja, okay. Cool. So, ich habe Anna am Ende dieses wunderbaren Abends gefragt, wie sehr sie sich jetzt darauf freut, mehr aus dieser Welt zu erfahren. Und ihre Antwort war vernichtend. Und weißt du was, ich finde das okay. Ich interessiere mich auch nicht für alles, was du gerne schaust. Und ich bin dir dankbar, dass du mich an diesem Abend begleitet hast, denn mein Mann wollte ums Brechen nicht mitkommen. Und so war ich wenigstens nicht alleine da. Ich sag danke, dass du das gemacht hast. Ich freue mich auf das nächste filmische Experiment mit dir. Mein Fazit als Fan der ursprünglichen Serie und der Filme ist, wenn auch ihr Fan seid, die zweite Staffel macht auf jeden Fall jetzt schon Spaß. Wir durften die ersten beiden Folgen sehen. 11 Folgen sind es insgesamt und man hat schon jetzt so viele Momente, das verstehst du halt nicht, so viele Momente, die sich auf die alte Serie beziehen oder allein, wie sie ihr altes Brautkleid von der Hochzeit mit Big auspackt. Also so viel Fanservice, der mein Herz erwärmt hat. Deswegen empfehle ich die zweite Staffel And Just Like That von Herzen weiter. Zieh jetzt keine Grimasse. Und ich freue mich über ein bisschen Liebe für Sex and the City und And Just Like That hier in den Kommentaren. Nein, so, das ist Quatsch. So. Das sollte man sich als Frau nicht angucken. Guck, Golden Girls, die waren geil. Die waren alt, die waren cool, die waren auch irgendwie sympathisch. Die waren super cool. Schaut das, nicht diesen Quatsch. Schaut Golden Girls und schaut vor allem Kino oder Couch. Lasst gerne ein Abo für diesen Kanal da. Darüber freuen wir uns sehr über jeden und jede Einzelne, die neu dazustößt. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.